Sie gehört zur neuen Generation der deutschen Kinostars. Emilia Schüle, 27, stand bereits als 16-Jährige für ihre erste Hauptrolle in dem Kinokracher Freche Mädchen vor der Kamera. Und aus dem frechen Mädchen wurde eine heiß gehandelte Schauspielerin, die in Quotenhits wie Kudamm 59 und Charité oder dem Kinepus Traumfabrik mit ihrer Wandlungsfähigkeit begeisterte. Radikalster Einschnitt: Für eine Rolle schreckte die Berlinerin nicht davor zurück, ihre schöne lange Mähne abzurasieren, auch wenn ihre Mutter beim Anblick des Millimeter-Kurzhaarschnitts bitterlich weinte, wie Emilia Schüle später bekannte.